Engineers und sie haben sich verdammt gut gehalten, wenn man sich das mal so anschaut. Die Jungs von K6! Ja, liebe Gäste, es ist immer gut, wenn man ein, zwei fleißige Helfer im Hintergrund hat, die einen auch zwischendurch noch mit Informationen versorgen, und so möchten wir es nicht versäumen, ein weiteres frisch gekürtes Prinzenpaar heute Abend hier im Saal zu begrüßen. Und zwar auch ein Kolping-Prinzenpaar, das ist also etwas ganz Besonderes. Aus Emmerich am Rhein begrüßen wir Prinz Gregor den Ersten und Prinzessin Melanie die Erste. Und mitgebracht haben sie auch noch den Präsidenten des großen Emmericher Karnevalskomitees, Michael Verheide. Herzlich willkommen. Und dann möchten wir noch ein weiteres gekröntes Haut bei uns begrüßen, denn wir haben auch Besuch aus Kranenburg heute. Wir freuen uns wirklich sehr, dass Prinz Mark, der musikalische, mit seiner funkelreichen Miri und Begleitung hier bei uns ist. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Also, wir haben tatsächlich Autoritäten aus Bettburg, Kranenburg und Emmerich hier zu Besuch am 11.11. Das ist fantastisch. Vielen Dank, dass ihr da seid. Ja, meine lieben Gäste, so langsam wird es nun ernst. Eine Prinzbestellung, auf die man seit 9 Jahren hinfiebert, ist mit Sicherheit der große Höhepunkt eines jeden Dorfer Karnevalsvereins. So ein Verein, der besteht aus vielen Mitgliedern, die alle auf ihre Art und Weise ein Teil der Gemeinschaft sind, ein Teil des Mosaiks sind. Gemeinschaft wird unter allen Dorfer Karnevalsvereinen sehr groß geschrieben. Und auch bei uns im KKK ist dies genauso. Daher möchten wir euch gerne diejenigen vorstellen, die das Kolping-Karneval-Komitee von 1885 noch zu dem machen, was es ist, und für die die Session 2020 eine ganz besondere sein wird. Wir zusammen, wir sind eins. Ein Vollblut-Karnevalist. 4 Kolping-Prinzengarden hat er schon als Gardist begleitet. Das zeugt von närrischer Erfahrung, und nicht nur aus diesem Grund nennen seine Freunde ihn Silberrücken. Die ganze Familie ist karnevalsbegeistert. Vater Joko, ein Urgestein des Kolping-Karneval. Sein Bruder Markus war Prinz Karneval im Jahr 2011. Gemeinsam mit seiner Gattin Silvia gründete er die Gruppe Locomotion und brachte erstmals im Dorfer Karneval Musicals auf die Bühne. Mittlerweile wurde aus Locomotion die Gruppe Loco Kids. Seine Söhne Lukas und Tim sind dabei. Seine Tochter Lara tanzt bei den Kolping-Teams. Im Moment fühlt er sich wie im Märchen. Nicht nur, weil für ihn bald karnevalistisch ein Lebenstraum in Erfüllung geht, sondern auch, weil seine Borussia aus Mönchengladbach aktuell Tabellenführer der Bundesliga. Das wissen wir nicht, aber ein steht fest, dass er dann Prinz Karneval seiner Heimatstadt doch wird, für euch und für sie. Johannes der Fünfte, Knops!
Mai 1987 erblickte sie das Licht der Welt. Damals spielte Karneval im Hause Gießen noch keine besonders große Rolle. Doch das sollte sich schnell ändern. 1994 stand Julia zum ersten Mal als Kolping-Mäuschen auf der Karnevalsbühne. Von dort aus ging es zunächst zu den Kolping-Teenies und schließlich im Jahr 2003 zu unseren Kolping-Funken. Höhepunkt ihrer Zeit als Funke-Mariechen war mit Sicherheit die Prinzengarde 2011. Insgesamt 20 Jahre hat Julia als Tänzerin ihre Beine geschwungen. Doch nicht nur auf der Bühne war sie stets aktiv. 5 Sessionen lang hat sie unsere Kolping-Mäuschen trainiert, bevor sie im Jahr 2014 das Training der Kolping-Funken übernahm. Kleiner Zwischenapplaus, gerne. Im Laufe der Jahre hat sie aber dann es doch geschafft, ihre ganze Familie in den karnevalistischen Bann zu ziehen. Mutter und Schwester sind bei den Karnevalsfrauen unseres Vereins aktiv, Vater und Schwager sind Teil der Prinzengarde und auch ihre Nichte und ihr Neffe haben bereits närrische Bühnenluft geschnuppert. Dass sie sich zudem einen Karnevalisten als Partner gesucht hat, das versteht sich, glaube ich, von selbst. Abseits des Karnevals arbeitet Julia als Optikerin und sorgt nicht nur beruflich, sondern auch bei der Garde für den nötigen Durchblick. Sie verbringt gerne viel Zeit mit ihren Freunden und ist absoluter Disney-Fan. Märchen schreibt die Zeit. Und ihre Zeit ist heute gekommen. Unsere Prinzessin für 2020, Julia die Erste Gießen! Und jetzt, endlich, nach der ganzen Warterei im Keller, seid ihr dran. Erste Worte von Johannes und Julia, bitteschön. Liebe Kocher, liebe Närrinnen und Narren, ein herzliches Willkommen heute Abend. Begrüßen möchte ich unseren Bürgermeister, Herrn Knickrem. Lieber Uli, herzlich willkommen bei uns und wir freuen uns auf eine wahnsinnig tolle Session mit dir. Begrüßen möchte ich auch unsere Freunde vom Festkomitee Gocher Karneval. Lieber Frank Bömmler, auch dir ein herzliches Willkommen mit deinen Leuten. Herzlichen Dank für die tolle Aufnahme bei euch. Endlich ist es soweit. Das lange Warten hat nun für uns ein Ende. Ganz besonders freue ich mich heute, so viele bunte Karnevalsvereine hier aus Goch zu sehen. Der Gocher Karneval ist bunt. Und darauf möchte ich gerne ausrufen. Ein dreifach kräftiges Goch! Ja! Kolping! Ja! Wir alle! Ja! Liebe Tanzmädchen, liebe Tanzmänner, liebe Gardisten, Funken, Gardefrauen, Karnevalsfrauen, liebe Gäste. Es ist schön zu sehen, wie viele Leute heute hier unserer Einladung gefolgt sind. Das Kastell ist richtig voll. Endlich dürfen wir beide hier oben zusammenstehen und endlich fängt sie wieder an. Die 5. und schönste Jahreszeit. Mit Herzblut und voller Stolz werde ich nun bald der nächste Prinz Karneval des Kolping Karneval Komitee von 1885. Und ich bin froh, dass ihr alle hier in unserem Wohnzimmer des Gocher Karnevals seid. Schön, dass ihr alle da seid. Der Gocher Karnevalsvereine ist einfach etwas ganz Besonderes. Genau deswegen bin ich auch sehr stolz darauf, zum einen in meiner Vaterstadt und in dieser großen Gemeinschaft Karnevalsprinzessin werden zu dürfen. Ja.
Aufs Herzlichste begrüßen möchte ich unsere Familien, unsere Freunde und unsere Arbeitskollegen. Ohne euch wäre das Projekt für uns 2020 ein Prinzenpaar zu werden kaum möglich gewesen. Vergessen möchte ich auch nicht meine Hülmer Nachbarschaft und meine liebgewonnenen Hülmer. Ich hoffe, ihr seid zahlreich da. Euch allen ein herzliches Willkommen. Silvia und Tim, unsere Eltern, unsere Geschwister und Johannes Kinder. Ihr musstet uns jetzt 2,5 Jahre lang schon mit dem Projekt Prinzengarde teilen, aber ohne euer Verständnis und ohne eure Unterstützung könnten wir nicht hier stehen und unseren Traum leben. Danke, dass es euch alle gibt. Zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb Jahre ist es nun her, dass ich in meinem Verein als zukünftiger Prinz Karneval vorgestellt worden ist. Wir beide warten seitdem sehnsüchtig darauf, endlich loslegen zu können. Nun ist es endlich soweit. Es ist mir nun eine Ehre, euch allen heute Abend unsere beiden Adjutanten vorstellen zu dürfen. Frank Gosens. Und Thorsten Matras. Die beiden haben euch heute schon perfekt durchs Programm geführt. So haben wir es zumindest unten im Keller feststellen dürfen. Es ist schön, wenn man so liebe Freunde wie euch beide neben sich stehen hat. Uns beide beruhigt es wahnsinnig. Ihr ackert und macht und tut für uns beide, damit das Projekt 2020 auch wirklich schön wird für alle. Dafür möchten wir uns ganz recht herzlich bedanken. Schön, dass es euch beide gibt. Ja, ein riesengroßes Dankeschön und ein dickes, fettes Lob möchte ich gerne unserem ganzen Verein aussprechen. Unserem Prieger-Vorbereitungsteam, unserem Deko-Team und allen helfenden Händen aus unserem Verein, die es uns oder euch ermöglicht haben, dass wir euch diesen wunderschönen, märchenhaften Empfang hier im Bocherkastell ermöglichen konnten. Tausend Dank, wir sind sehr froh, dass ihr alle hinter uns steht. Tanz mit Kolping um die Welt. Wir möchten euch jetzt alle recht herzlich einladen. Tanzt mit uns zusammen um die Welt durch eine märchenhafte Session 2020. Auf unser Motto und auf eine neue Karneval-Session möchte ich auch jetzt gerne mit euch allen zusammen ausrufen. Prinzengarde! Ja. Kolping Karneval! Ja. Was sollen wir hier noch lange alleine stehen, wenn wir noch 46 Gardisten, 18 wunderschöne Funken und 29 Mann Musikbegleitung aus Aspen der von Tamboko haben? Und hier ist sie für euch, die Prinzengarde 2020!
nicht in Worten, wird es nun Zeit, die Session offiziell zu eröffnen. Dazu bitte ich nun folgende Personen hier zu uns auf die Bühne zu kommen. An erster Stelle unseren Bürgermeister Ulrich Quickling, den Vorsitzenden des Festkomitees Woche Karneval, Frank Böbler. Und damit wir direkt ein ganz buntes Bild hier oben erhalten, würde ich auch weiterhin als erste Gratulanten das Prinzenpaar der vergangenen Session, Prinz Christian und Prinzessin Lisa vom KCC nach oben bitten, sowie den ersten Vorsitzenden der Gocher Kolpingsfamilie, Jüppi Angenent. Ja, liebe Gocherinnen und Gocher, liebe Karnevalsfreunde, als Bürgermeister der Stadt Goch bin ich natürlich stolz auf unseren Karneval und ich sage euch mal gleich, ich bin auch schon ganz, ganz stolz darauf, dass das Karnevalskomitee Kolping so ein tolles Prinzenpaar uns präsentiert hat. Es geht natürlich noch nicht so richtig, das heben wir uns noch auf, aber ich bin schon ganz gespannt in freudiger Erwartung auf die Prinzenkür, dass sie jetzt eine ganz, ganz wunderbare Sache. So routiniert, wie ihr hier aufgetreten seid, so wahnsinnig und wahnsinniger Wucht, wie eure ganze Mannschaft hier schon in die Bühne gestürmt hat, das lässt so einiges erwarten. Das ist übrigens, und lasst euch das nicht einreden, das ist keine Armada. Das ist ein Bataillon. Die Armada in Schwarz-Gelb, die Armada ist mal besiegt worden. Ihr seid aber unbesiegbar, was man nicht von allen Schwarz-Gelben sagen kann. Sage ich mal so als Klammer. Ich wünsche euch eine wunderbare, eine märchenhafte Session. Ich bin ganz, ganz sicher, dass ihr die fantastischen Prinzenpaare der vergangenen Sessionen nahtlos anknüpft, dass ihr Goch im Karneval ganz, ganz toll repräsentiert. Und wie gesagt, ich freue mich auf die Prinzenpaare. Ich darf dir ein paar Blumen überreichen in unseren Stadtfarben blau und gelb. Das sind die schönsten, nicht die größten. Liebe Julia, liebe Johannes, ich glaube, ihr habt es verdient, auf unser Prinzenpaar in Spee, ein Dreifach, donnerndes. Goch, hellauf! Julia, hellauf! Johannes, hellauf! Dankeschön. Herr Bürgermeister, vielen herzlichen Dank für deine netten Worte. Liebe Julia, lieber Johannes, lieber erster Vorsitzender Frank Ostens und gleichzeitiger Adjutant des Prinzenpaares 2020, lieber Thorsten. Ich möchte euch zunächst dazu gratulieren, dass ihr daran festgehalten habt, genau am 11.11. an einem schönen Montagabend die Sessionseröffnung hier im Gocher Kastell zu veranstalten. Denn unsere Gocher Karnevalisten haben mit den Füßen abgestimmt, sie sind auf einem schönen Montagabend hier ins Kastell gekommen, um zu feiern. Herzlichen Glückwunsch hierzu zunächst. Des Weiteren sind wir alle begeistert von der Art und Weise, wie ihr das Kastell geschmückt habt. Viel Liebe im Detail, auf den Tischen, im Foyer, hier auf der Bühne. Eine ganz, ganz tolle Leistung. Herzlichen Dank. Ja, und dann haben wir noch alle, das finde ich ganz besonders klasse, in diesem Jahr, dann haben wir alle ein Live-Konzert von K6 dazu geschenkt bekommen. Erste Sahne, stimmungsvoller Abend, ganz toll für uns. Liebe Julia, wir haben im Namen des Festkomitees Gocher Karneval haben wir natürlich ein kleines Blümchen mitgebracht, also die Nummer mit dem größeren Blumenstrauß als der Bürgermeister, die machen in diesem Jahr nicht mehr wissen. Wir haben gestern Morgen kurz darüber gesprochen, ihr unterstützt finanziell in der Karnevalssession 2019-2020 ein soziales Projekt über Kolping International und da möchten wir vorne voranstehen und einen ersten Beitrag für dieses internationale Projekt leisten, lieber Johannes.
Lange Rede brauchen wir nicht mehr. Kraft meines Amtes möchte ich jetzt ganz einfach die Karnevalssession 2019-2020 hier im Kastell in Luft mit Ihnen alle zusammen eröffnen. Festkomitee Luft am Karneval! Kolping-Karneval-Komitee von 1885! Ich weiß genau, wie ihr euch heute fühlt, 25 Minuten vor eurem Auftritt gefühlt habt. Und es sind wahnsinnige Emotionen an euch. Ich kann euch nur gratulieren zu eurem ersten großen Auftritt hier auf dieser Bühne. Das habt ihr ganz hervorragend gemacht heute Abend. Wir haben in den letzten Monaten und Wochen einige Gespräche geführt und ich kann euch sagen, meine lieben Karnevalsfreunde, diese Gespräche waren immer sehr, sehr offen und vor allem ehrlich. Und das macht euch beiden einfach unwahrscheinlich sympathisch. Und ich kann euch nur gratulieren, ihr seid ein ganz, ganz tolles Prinzenpaar in Spee. Und lasst uns auf diese beiden aufrufen mit einem Dreifach. Donnerlen, Kolping! Prinzenpaar-Vorstellung, Session 2020! Also, liebe Herren und Damen, liebe Julia, lieber Johannes, ich habe heute den ganzen Tag mit euch mitgefiebert und habe da gesessen und wusste auch genau, wie ihr euch fühlt. Und ihr habt es geschafft, hier heute Abend ein wirklich märchenhaftes Bild auf die Bühne zu zaubern. Ihr hattet einen zauberhaften Vorstellung und auch ich möchte euch von ganzem Herzen gratulieren und ich weiß, dass ihr in den nächsten Wochen und Monaten die Narrenschar regieren werdet und die Bühnen verzaubern werdet. Ihr werdet das Highlight sein und genießt die Zeit. Wir haben unseren großen Traum in der letzten Session leben dürfen und ich glaube, das werdet ihr auch tun und wir stehen euch natürlich weiterhin mit Rat und Tat zur Seite. Auch ich möchte einmal ausrufen auf dieses bezaubernde Prinzenreihenspiel. Ein dreifaches Julia, Johannes, alle zusammen. Ja, mein Lieben, natürlich haben wir euch auch noch was mitgebracht. Zunächst einmal für die bezaubernde Prinzessin in Spee ein paar Blümchen in unseren Vereinsfarben. Herzlichen Glückwunsch noch. Ja, sehr gerne. Und dir, mein lieber Johannes, für dich habe ich mir auch etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Und zwar zu deinem oder zu eurem Motto: Märchenhaft in Schwarz und Gelb, Tanz mit Kolping um die Welt. Hier sind ein paar ganz besondere Schüchen für dich drin, in euren Vereinsfarben. Pack sie aus, ich hoffe, sie passen. Und dann werden wir ganz bestimmt tolle, tolle Abende in eurer Narrenburg verbringen. Herzlichen Glückwunsch nochmal und viel Spaß. Ja, auch ich bin natürlich nicht mit leeren Händen gekommen und ich habe mir überlegt, was hat mir in der letzten Session unglaublich viel geholfen. Ich laufe an den Kurs zu meiner Praktikantin. Und zwar, liebe Julia, sollst du heute von mir eine Decke bekommen, die habe ich hart angefertigt, damit sie dich in den Morgenstunden beim Friseur oder auch im Bus immer gut wärmt, weil ich glaube, das kannst du gebrauchen für die Gesundheit und damit du immer was hast, wo du dich einkuscheln kannst. Lisa, lieber Christian, wir hatten im vergangenen Jahr so einige Male miteinander zu tun, auch mal so am Rand der Veranstaltung.
Es war immer sehr schön, sich mit euch zu unterhalten. Ich habe vielen einmal gesagt, denke auch, Karneval ist bunt. Wir sind alles befreundete Vereine und ihr beide habt euch das wahnsinnig zu Herzen genommen. Das fühlt sich total schön an, wenn man so miteinander als Solitäten oder Zukunftssolitäten umgeht. Eine ganz, ganz tolle Geschichte, denn wir alle zusammen feiern unseren traditionellen Gochaer Karneval. Herzlichen Dank für alle aufmunternden Worte letztes Jahr und herzlichen Dank für einfach da sein, wenn wir mal eine Frage haben. Wir freuen uns drauf, mit euch und euren Leuten die nächste Session zu feiern und natürlich auch mit allen anderen Karnevalsgruppen aus Gochaer. Lisa, ich habe einen wunderschönen Narzissen hier gewünscht aus und habe das Glück, mich hier überreichen zu dürfen. Vielen, vielen Dank für alles. Auf Lisa und Christian vom letzten Jahr ein dreifach kräftiges Go! Kolping! KCC! Ja, ich darf für den Namen der Kolpingsfamilie ganz, ganz herzlich gratulieren. Ihr seid unser siebtes Prinzenpaar. Du hast schon gesagt, ihr seid dieses Mal nicht in der Nabernburg im Kolpinghaus, sondern wir sind bei Nitjes. Ich denke, ihr alle wisst die Umstände bei uns. Und ich bin der Firma und dem Hause Nitjes ganz, ganz herzlich zu Dank verpflichtet und verbunden auch, dass wir als Nabernburg, aber auch als Kolping da ganz herzlich aufgenommen worden sind. Dafür ein ganz herzliches Dankeschön. Also nichtsdestotrotz, wenn wir Kolpinger von zu Hause sprechen, sprechen wir vom Kolpinghaus. Und wer in den letzten Wochen da war, der hat festgestellt, dass oben umgebaut wird und unten eine ganze Menge passiert. Da wird gebastelt, da wird geprobt, da wird, ich weiß nicht was, alles gemacht. Das ist eine großartige Geschichte, was da abgeht. Und was da abgeht, da stecken eine ganze Menge Leute hinter. Und ich möchte heute Abend die Gelegenheit nutzen, all diesen Leuten, die dahinter stecken, ganz herzlich Danke zu sagen. Das sind die Karnevalsfrauen, das sind die Tanzgarden, die Jahr für Jahr üben, aber so im Prinzbestellungsjahr nochmal einen raushauen, nochmal eine Nummer besser sein. Das sind die Männer, da wird gebaut, da wird gemacht, getan. Da sind, ich weiß nicht, wie viele Hände tätig, euch allen ganz herzlich Dankeschön und natürlich dem Prinzenpaar, den Adjutanten und euer Prior. Das möchte ich einfach mal vorausschicken, bevor ich gratuliere. Euch allen, das ist euer Applaus. Lieber Johannes, ein Märchen wird wahr. Wir sind so ein Fingerschnips noch weg. Das ist Prinzenkür. Wir feiern noch endlich Weihnachten und dann wird es verdammt ernst und schön. Das freut mich. Ihr seid nicht mit irgendeinem Karnevalsverein, sondern ihr seid in Kolping. Kolping ist eine weltumspannende Vereinigung. Wir haben da bis auf das Projekt von Eine Welt. Und ich habe mir überlegt, so weltumspannend euch eine tolle Session zu wünschen, uns allen eine friedvolle Session, eine freudenreiche Session und vor allem Dingen, dass ihr gut beschützt seid. Ihr seid unter einem großen Dach geschützt. Und als kleines Zeichen dieses, dass ihr geschützt seid, haben wir in unseren Farben euch einen Schirm mitgebracht. Und da die beiden Adjutanten genauso gut geschützt sein müssen, bekommt ihr selbstverständlich von uns auch einen Schirm. Thank you.
auf eine tolle Session, auf ein tolles Prinzenpaar. Ich bin da fest von überzeugt, dass ihr nahtlos an alle tolle Prinzenpaare anschließend die Stadt noch einmal ein dreifach toller des Scorpion. Julia, Johannes, einen schönen Abend. Lieber Uli, lieber Frank, Lisa, Christian, liebe Kolding-Brüder, herzlichen Dank für die Gratulation, für die tollen Geschenke. Wir freuen uns, mit euch zusammen nächstes Jahr in Wochenkarneval starten zu können. Herzlichen lieben Dank für die warmen Worte. Danke.